Erstmal hallo an die ganzen Zuschauer. Ja, ein wunderschönes Hallo. Und ich muss schön, dass schon mal ein, zwei da sind. Meine Videos noch auf öffentlich schalten. Hier auf zwei Kanälen, noch schnell auf 5 Minuten hochgeladen. Ich mache nochmal Tag, weil das wäre sonst ein bisschen unfair, da wir hier schon rumgammeln. So, zack. Ich könnte eigentlich, kann man hier nicht ein Video einbinden? Doch, man kann ein Video einbinden. Gameaufnahme, Fensteraufnahme, Monitor, Bild, Diashow, Text. Könnte sein, dass du dafür ein Plugin brauchst. Ich weiß nicht. Warte mal, ich könnte doch hier hinzufügen. Monitoraufnahme. Meine Desktop, oder? Ja, eigentlich schon. Ha, das geht sogar. Perfekt. Was ist das? Dann kann ich nämlich mal ganz kurz das Video zeigen, das ich aufgenommen habe. Oh, du zeigst ein Video? Ja, ich muss noch Blumen pflücken, wir haben nicht genug Leute. Blaze ist etwas leise, okay. Moment. Oh, ich bin wieder zu leise. Ich habe eigentlich mein Mikro schon so, wie es passen sollte, ne? Hört ihr ihn jetzt besser? Nein, sie hören mich nicht. Sie hören mich nicht. Ich kann dich ja im Notfall im TS auch noch ein bisschen lauter stellen. Meinst du? Ja, ich kann alles. Videos gehen auch ohne Plugins. Man macht ja einfach Monitoraufnahme, Vollbild und fertig. So, komm, ich stelle dich mal auf plus 1,5. Sag mal was. Test 1, 2, 3, 4, 5. Ist Blaze jetzt leise genug für euch? Ist er leise genug? Ne? Ich kann auch ein bisschen lauter sprechen, aber ich möchte halt hier nicht den ganzen Stream überschreien. Ihr müsst ja davon ausgehen, ich sehe. Also erstmal habe ich Ewigkeiten nicht mehr Minecraft aufgenommen. Wir haben ja so alles hier neu einstellen müssen. Und zweitens, also was jetzt aufgenommen, gestreamt. Und zweitens, mussten wir jetzt gerade noch ein bisschen was anpassen. Deshalb hat es auch etwas länger gedauert. Aber wie ich sehe, ich meine, ich sehe jetzt noch nicht, wie viele Leute da sind, aber ich fange schon mal an, Blumen zu pflücken. Weil. Du fängst Blumen an Blumen. Ich muss noch kurz, ich möchte das Video die 2 Minuten noch schnell durchlaufen lassen. Aber du machst das schon nebenbei, ne? Ja, ja, ich pflück Blumen. Ich pflücke Blumen jeden Tag. Ich pflücke Blumen, weil ich es mag. Da braucht man 5 Minuten für die blöde Werbung. Echt? Krass. Was, 5 Minuten für eine Werbung? Ich hab ja keine Werbung geschaltet oder so. Nicht? 43 Zuschauer erst. Das geht immer gar nicht. Dann dürfen wir eigentlich noch gar nichts machen, oder? Dann sag ich doch, ich pflück Blumen. Habe ich doch versprochen. Bis 200 pflücken. Bis 200 gehen wir Blumen pflücken, dann können wir beiden Blumenladen aufmachen. Ja. Nein, natürlich nicht. Wir werden gleich was machen. Ja, wie gesagt, das Video dauert bei mir noch so 2 Minuten. Das Video könnt ihr übrigens auch am Kanal angucken. Mir ist nichts anderes eingefallen als Livestream-Ankündigung, dass es jetzt online ist. Keine Angst, wir machen gleich was Ordentliches. Wir müssen erstmal darauf warten, ob alle Zuschauer sich einfinden. Ich meine, jetzt kommen ja auch erst die ganzen Stream-Messages über Twitter und so. Das darf man ja auch alles nicht vergessen. Hi, the Dead. Der Tod ist bei dir? Dann würde ich mir aber Gedanken machen, ne? Wie lange hast du denn noch zu leben? Ich sehe da vorne einen Manticore. Ich mag keine Manticore. Gar nicht. Soll ich schon mal anfangen, ein bisschen Holz zu sammeln? Weil wir müssen ja, also ganz ehrlich, wir fangen jetzt wirklich am Anfang an. Das heißt, ihr müsst jetzt auch damit leben, dass wir jetzt im Stream wahrscheinlich mehr einfach dumm labern und uns hier so die Grunddings. War es seit 19 Uhr gestern oder was? Seit gestern 19 Uhr im Chat oder wie? Hey, Ho Nibua. Oh, cool. Stimmt ja, wir haben hier Fast Decay Blätter. Super. Ganz geil. Die Adresse für den Server, die gibt's leider nicht. Nein, die Adresse für den Server gibt's natürlich nicht. Ich habe überlegt, oder für den Teamspeak-Server. Die für den Teamspeak-Server steht unten in der Beschreibung. Oder? Habe ich die unten in... Nee. Doch, nee. Nee, die habe ich hier nicht drin. Wow. Oh, verdammt, stimmt. Ich habe was vergessen. Ich muss mir hier gleich wen bannen. Warum? Mir hat hier jemand ein Adolf-Bild mit Hakenkreuz in den Channel gemacht. Boah, sowas muss doch echt nicht sein, Leute. Oder der Bann ist schon raus. Der Bann ist raus. Ich kann jetzt übrigens mal kurzzeitig nicht auf euren Chat reagieren, weil... mir ist gerade aufgefallen, ich bin natürlich ganz, ganz klassisch noch auf WoW. Verdammt!
Ja, sowas, ne? So, einmal hier die Monitoraufnahme wegmachen und ich würde sagen, ich schmeiß meine Cam an und gehe in den Vollbildmodus, ne? Das wäre doch was. Oh, nee, ich kann nicht in den Vollbildmodus gehen. Mein Chat ist überdeckt. So, jetzt. Und Musik sollte ich vielleicht auch anmachen. Ja, das kommt bei mir auch noch gleich. So, also erstmal ändere ich das hier in Minecraft. Dann Gibt es da oben so. irgendwas Schönes? Leute, ganz kurz, der Stream wird jetzt mal ganz kurz unterbrechen und dann wieder neu starten, damit ich eine neue Message rausgebe. Also, Da oben ist nichts. in 3 Sekunden wieder, bis gleich. Guck dir mal an, der hat sich das Genick gebrochen. Oh Mann, oh Mann. Ich hoffe ja nicht, ehrlich gesagt. Du hast dir das Genick gebrochen, so wie du da stehst. Weißt du, wie das aussieht? Ja, ich habe den Manticore angeguckt. Der Tod ist da, weißt du doch. Irgendwas knackt bei mir, wenn ich Vizebeast im Vollbild habe. Kann das sein? Ich höre bei dir das Knacken aber auch über TS, nur mal zur Info. Das ist total krass. Was ist denn das? Keine Ahnung. Was du da wieder kaputt machst, ey. So. Ich würde auch sagen, ich schalte jetzt mal hier den Speed Mode aus und gehe mal direkt in den Recipe Mode. So ist es viel angenehmer. So, jetzt habe ich auch kein gebrochenes Genick mehr. Boah. Sag mal, hat irgendwie mein Headset oder? Ja, das klingt Tatsache nach Audio Problemchen beim Headset. Aber warum hörst du das denn auch? Keine Ahnung. Also ich höre es knacken auf jeden Fall, ab und zu mal. Du hörst So. was knacken. Selten, jetzt gerade. Ja, aber was ist das? Das hatte ich vorhin Jetzt. doch auch nicht. Ja, du hast wieder irgendwas kaputt gemacht. Das ist ja typisch für dich. Immer musst du alles kaputt machen. Ich sammle jetzt erstmal ein bisschen Holz, Leute. Danke für Welcome Back. Ja, ich dachte, es geht weiter. Es ist vielleicht angenehmer, wenn da wirklich steht, dass ich Minecraft zocke. Kann ja sein, dass es das jemanden interessiert, was ich zocke. Vielleicht, eventuell, unter Umständen. Deaktiviert, deaktiviert. Da muss ich noch was deaktivieren. Ich fäll Bäume, ist auch fast wie Blumen pflücken. Mich stresst das Knacken gerade. Ja, ich glaube dir das gerne. Das Einzige, was du halt machen könntest, wäre, ist es USB oder? Ist USB, ja. Ja, dann Mal ein- und müsstest du ausstecken. den Stream kurz stoppen und ein- und ausstecken, weil wenn du den nämlich nicht stoppst, dann kriegst du die Audioquelle nicht wieder. So ein Scheiß. Leute, ich bin gleich wieder da. Keine Ahnung, was das ist. Hab ich heute den ersten Tag, ne? Jetzt haben wir schon so oft gestreamt. Ja, echt mal. Ja, ich bin gleich wieder da. Ach so, Ja. Holzfällu Akuram Also, Akurama sobald ich den LP? Stream starte, Akurama ne, LP. habe ich Oh das Gott, oh Knacken Gott, oh wieder. Gott. Jetzt, ich habe gefragt. Echt? Ja, dann hat irgendwas, überschneidet sich irgendwas mit den Audioquellen. Beste Qualität, ja. Ja. Warum habe ich hier eigentlich so einen Riesenbaum mir vorgenommen? Das ist total ätzend. Eigentlich könnte ich mir mal eine Hacke oder so bauen, ey. Aber ich höre das Knacken jetzt nicht. Nur mal zur Info. Aber ich höre das Knacken und das ist absolut unangenehm, ne? Jetzt habe ich es gehört. Wenn du Ja. redest, höre ich es. Stimmt irgendwas Ja, mit mein meinem Freund. Mikro nicht? Das klingt fast wie so ein Ploppen, genau. Oh, das klang gerade echt unangenehm. Momentan haben wir noch keine Extra-Mods installiert. Wir haben nur alle Mods aktiviert, die in dem Pack drin sind. Was ja bei vielen am Anfang leider nicht der Fall ist. Oh, Moment, mir fällt gerade was ganz, ganz Mieses ein. Bist du noch da? Ja. Oh, shit. Wir müssen hier mal den Boden umgraben. Warum? Weil ich hier irgendwo für unsere Aufnahme eine Magnum Torch versteckt hatte. Damit keine Monster spawnen für die Ankündigungsaufnahme, fällt mir gerade ein. Ich wundere mich nämlich, dass hier nichts spawnt, obwohl es gerade Nacht wird. Oh Gott, das wird ja ätzend. Okay, ich baue mir mal gleich eine Schaufel. Ich Oder war krieg das hier gerade die vorne? Krise. Hier irgendwo? Ja, hier ist es. Nee, das ist das. Das, da.
So, ich denke mal, die hier werden wir mal spontan entsorgen. Weißt du, was ich jetzt mal ganz kurz mache? Ich starte mal meinen Rechner ganz kurz neu. Leute, es tut mir jetzt leid, ich muss den Stream nochmal kurz beenden. Wir sehen uns gleich wieder. Aber ich bin gerade frisch aus der Dusche gesprungen. Frisch aus der Dusche? Ja. Also ich habe jetzt schon mal den Stream wieder gestartet. Ihr habt zwar jetzt einen schwarzen Bildschirm. Aber ich hoffe, dass es jetzt geht, ne? So, ja. Ich hoffe auch. I like Tacos. Warte, ich drücke hier mal Cam Frame und Cam an. So, dann brauchen wir. Ich hoffe, dass es jetzt geht, ne? Ich habe nämlich die Haare gar nicht gemacht. Ich sollte vielleicht meinen eigenen Stream wieder mal muten, ne? Das wäre was. Leute, ihr habt gleich wieder Bild. Also, ich höre im Moment noch kein Knacken. Hoffe ich jetzt. Rar, die Wurst. Weißt du, das ist immer so, da fängst du was an, ne? Es ist völlig normal. Mach dir deswegen echt keinen Stress, das ist komplett normal. Doch, dann mach ich mir. Dann mach ich mir Stress. Ich baue mir jetzt erstmal noch ein paar Holzwerkzeuge. Wir haben übrigens mitten in der Nacht, du hast mich mitten in der Nacht verlassen, das ist echt fies von dir. Oh. Das ist total gemein. So, wir sollten auf jeden Fall die Bäume hier oben wieder anpflanzen, fällt mir gerade mal so auf, weil das wäre sonst echt eine doofe Geschichte. Kannst den Campframe nach oben schieben? Wo soll ich den denn hinschieben? Das Problem ist, guck mal, ich kann ihn nicht auf die Seite hier packen. Da geht's nicht. Hier oben sowieso nicht. Da würdet ihr auch nichts sehen. Hier ist es auch schon wieder nervig. Hier unten ist halt eigentlich fast gar nichts. Aber einen schwarzen Bildschirm zu streamen hat doch auch was, oder? Ja, let's stream a black screen. Aber wie gesagt, ich habe das Let's Desktop erfunden, von daher. Let's Desktop? Ja. So, ich habe jetzt mal irgendwie mir alle Werkzeuge gebaut, obwohl ich die gar nicht brauche. Ich weißt du, jetzt dachte Holz ich mir, ich nehme den Stream schön mit auf. Ja, das mache ich ja auch die ganze Zeit. Danke für das neue Follow. Ich freue mich über jedes Follow. Nee, weißt du, ich dachte mir, ich kann jetzt schön am Stück meine 5 Stunden aufnehmen und was ist, ne? Scheißendrick. So, die Cam kann ich dir auch gar schon nicht wieder anmachen. Du sollst doch gar nicht verraten, wie lange wir hier machen wollen. Mensch. Jetzt habe ich schon wieder das Knacken drin, kann das sein? Nee, aktuell bei mir knackt noch nichts. Um ehrlich zu sein, haben wir. Doch, ich habe das Knacken mit drin. Ärgerlich. Wir haben noch keine explizite Planung darüber, was wir bauen wollen. Gebe ich jetzt offen und ehrlich zu. Wir wissen es wirklich noch nicht, weil wir wollten uns jetzt erstmal unsere Grundbase hier oben schaffen und dann kommt es ja darauf an, was wir in der Zeit schaffen. Ich meine, ihr wisst selber, dass es immer ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, ne? Sag mal, ist das Vize-Biest, was das verursacht? Kann durchaus sein. Kann es sein, dass du bei den Audioeinstellungen irgendwas verkackt hast? Ich habe die gleichen Einstellungen wie im World of Warcraft Stream, ne? Ne, ich meine in den FTB-Einstellungen. Eigentlich ne. Gute Frage. Das ist ganz komisch, ne? Das ist ganz komisch. Ein Farmer? Nö. Das ist richtig komisch. Ich muss einmal abwarten, ne? Jetzt ist es komischerweise wieder weg. Oh, ich weiß es nicht. Aber ich habe eh Musik laufen, vielleicht fällt das nicht so extrem auf, keine Ahnung. Übrigens, für alle, die sich gerade im Chat in irgendeiner Form ignoriert fühlen sollten. Ich ignoriere niemanden, sondern ich kann es einfach nur nicht schnell genug lesen. Ich muss mal gerade noch was anmachen. Warum ist das hier so dunkel? Keine Ahnung. Ich habe nur auf meine Zuschauer gehört. So, ich habe euch mal ein bisschen Musik in den Hintergrund gepackt. Sigi macht Steinwerkzeuge. Sag mal, ist gerade Nacht oder wie? Oh, du bist echt. Bist du echt so doof? Du Arsch! Baut mich der hier ein, ne? Ich hab doch gesagt, ich habe nur auf meine Zuschauer gehört.
Mich stört das Knacken aber jetzt. Ja, dann lass knacken, Alter. Ist das jetzt besser, wenn ich Surround ausmache? Stimmt, ihr hört die Musik ja nur relativ leise. Die ist momentan aber auch sehr leise, also keine Panik. Kann sein, dass es besser ist, wenn du Surround ausmachst, ich weiß es nicht. Wow, jetzt ist die Musik aber laut. Oh, Sebi, was hat denn mein PC heute für Probleme? Sag mir das mal. Keine Ahnung. Nur mal eine Frage an meine Zuschauer, hören die das Knacken auch? Ihr hört die Musik immer noch nicht. Boah, die ballert mir aber inzwischen ganz schön ins Ohr, ehrlich gesagt. Jetzt ist es wieder komischerweise kurz weg. Ach, keine Ahnung. Ja, die Zuschauer schreiben auch was für ein Knacken, ne? Ja, also... Ist das vielleicht der TeamSpeak? Ja, aber dann würde man es auch in der Aufnahme hören, also... Okay. Das glaube ich ehrlich gesagt eher nicht. Geben meine Kopfhörer vielleicht jetzt eventuell irgendwann doch den Geist auf? Jetzt knackt's. Okay. Aber eben nur kurz, das ist immer so ein ganz leichtes Klick. Ja, das habe ich auch, ne? Das ist... Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Musst du dir überlegen, ob du damit leben kannst oder ob ich alleine weiter streamen muss. Oh nee, ich kann damit leben. Ich will heute zocken, ne? Das ist nur ärgerlich, weißt du? Wenn ich das hochlade, dann denken sich alle, was ist denn das für ein Noob, ne? Ja gut, ist aber jetzt hast du dich lange genug darüber ausgelassen, dass es keiner mehr denkt. Keine Angst. Ich organisiere uns mal ein bisschen Stein, ja? Meine Zuschauer wissen ja normalerweise, dass das hier qualitätsmäßig alles in Ordnung ist. Das denkt er aber auch nur selber von sich. Ja, ist schon recht. Ich werde mir das merken. Bring mir lieber mal ein bisschen Stein. Werde ich dann in der WG getötet? Ja, ich werde dich in der WG töten, ja. Ich habe ein Höhlengeräusch in der Höhle gehört. Wow. Schick mir mal drei Steine her. Ja. Einen habe ich hier. Blippeli blippeli blipp. Kotzt der mich hier an, ne? Ja. Kotzt der mich hier eiskalt an. Eine Steinpickaxe direkt machen. Ja, weil ich wollte gleich mal so ein bisschen Eisen sammeln, dass wir die ersten Eisenwerkzeuge haben. Ja, ich persönlich hab da gerade. Oh ja. Übrigens, mein Stream ist schon wieder offline laut Twitch. Finde ich super. Was war denn das? Achso, du hast da gerade gebaut. Ich bräuchte noch zwei Steine. Oder soll ich mir die selbst besorgen? Zwei Steine? Ja, oder soll ich mir die schon selbst besorgen? Ich habe hier noch genau zwei. Moment, warte. Komm. Ich muss mir sowieso unterwegs sind gleich nochmal eine Pickaxe bauen. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen Zeug hier für uns, ein bisschen Kohle, um Fackeln zu machen. Also geh ruhig schon mal vor. Ich bringe dir gleich Fackeln hinterher. Er bringt mir Ferkel hinterher. Okay. Ich habe Kohle gefunden. Ob ich da natürlich hinkomme, ist die andere Frage. Ich werde gleich sowas von sterben. Ich soll dir zu 17.000 YouTube-Abos gratulieren. Wenn dann bitte uns, ne? Weil das ist ja Gemeinschaftskanal. Aber ich habe heute... Aua! Ich habe heute gemerkt, dass mein alter Kanal, auf dem heute auch wieder ein Video kam, stellt er vor, ne? Es kamen schon zwei Videos mal wieder auf meinem alten Kanal, dass der auch wieder 8.500 hatte. Also er hat wieder ein bisschen Zuwachs. Ja, guckt alle auf seinem alten Kanal. Yay! So, was hätten wir hier denn in der Höhle noch drin? Mal ein bisschen ausleuchten, das Ding hier. Nur mal zur Info. Mich im Stream anzuschreiben ist echt frech. Was, im Stream anzuschreiben? Mit Absicht. Per WhatsApp und so. Ah, okay. Ja, das ist ein USB-Headset, aber komischerweise, das ist jetzt auch weg, ne? Ich weiß nicht, was das war. Also ich streame heute nicht zum ersten Mal oder... Na, ich habe ja heute auch schon aufgenommen. Ich weiß nicht, ne? Gib's zu, du hast einen Knackmod eingebaut hier in Vizebeast. Wie lange hast du für dein erstes Thumbnail... Du meinst meins? Mein erstes Thumbnail war total beschissen. Dementsprechend habe ich nicht lange für gebraucht. Oh ja, das erste Thumbnail mit GIMP. Oh Mann. Nee, ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich immer Photoshop gehabt. Immer. Weil mein Bruder halt aus der Branche kommt und es war kein Problem, da mal eben, ne? Ich habe mir damals eine Studentenversion geholt, als ich noch Azubi war.
Über die Firma. Schwierigkeitsgrad ist normal übrigens von dem Server. Ich werde auch nicht auf schwer stellen dafür. Also wir wollen halt eigentlich mehr Technik und so Kram machen und da wäre es echt doof, wenn wir jetzt noch ewig mit den Monstern Probleme hätten. So, also das ich habe mal 32 allerdings. Fackeln und weißt du, was ich uns gleich mal mitbringe? Was denn? Ein bisschen Wolle. Ich hätte gerne diese mobile Crafting Table. Aber eigentlich, also das ist schon ja. Wieder, ne, das haben wir auch gesagt, also dieses Hochspringen auf unserem Berg, das wird noch ein bisschen nervig werden. Oh, aber cool. Da müssen wir durch. Ich hab Mario Dings im Hintergrund. Warum bist du nicht in die Höhle reingegangen, mal so als Info? Bin ich, aber ich wollte gerade runtergehen, um hier Schafe zu töten. Aber dann ist mir eingefallen, ich habe ja schon ein bisschen Eisen. Wie komme ich denn jetzt hier wieder hoch? Dann mache ich mir doch lieber eine Schere, da habe ich mehr davon. Wo habe ich denn Product Placement hier? Moment, stopp, ich muss gerade mal gucken. Wo habe ich in meiner Camp Product Placement? Oh, komm ich, nirgends! Komm ich hier auch hoch oder so? Ich schaff's nicht. Oh, geil. Hier ist ja ein schwarzer Basaltklotz hier. Mal gucken, ob da was drin ist. Oh, einmal nach oben, nach oben. Und sollt ihr was sagen? Ich verhungere schon fast. Ach, mein Handy. Mein Handy ist ein Galaxy S3. Das Ding ist so uralt. Das ist kein Product Placement mehr. Das ist eher, keine Ahnung, schädlich für Samsung. Ich habe übrigens was festgestellt. Warte mal. Was denn? Options. Gibt's hier nicht spezielle Audio-Options noch? Ja. Video-Settings, Language, Resource-Packs, Multiplayer-Settings? Eigentlich schon. Hab ich nicht. Irgendwo. Aber ich... Warte. Options? Nö. Gibt's nicht. Weil ich habe ja so die Vermutung... Weißt du, wenn ich weiter unten bin, habe ich das nicht. Und wenn ich hier oben bin, habe ich das Knacken, ne? Aber ich kann mir das aber auch einbilden, ne? Ja. Tipp eher drauf. Denn Einbildung, ihr wisst es, ist auch eine Bildung. Ich hab. Du denn? Was sieht eklig aus? Was sieht eklig aus? Da unten ist so ein Ding, mit Krallen und. Boah, da hätte ich ja Angst nachts vor. Lecker. So. Schnipp, schnapp, Wolle ab. Na, bleib doch hier. Brauch dich mal für Betten. Denn ich würde in der Nacht schon gerne schlafen. Ja, das würde es wesentlich einfacher machen. Aber wir haben ja viel Zeit, ne? Ja, stimmt. Die Audio-Settings gab es erst ab der 1.7er-Version, noch nicht in der 1.6.4. Hast ja, du aber weißt du, ich hätte vielleicht gedacht, ob es am Wetter oder so liegt oder keine Ahnung. Ich weiß das nicht. So, haben wir hier vielleicht auch ein bisschen Essen in der Nähe? Ich kann nicht. Ja, wir haben hier Schweine. Schweinchen, ja. Ich kann nicht mehr laufen. Ich hab Äpfel. Dadurch, dass ich Bäume gefällt habe, hab ich Äpfel. Mann. Wir bauen hier gerade mal einen Weg in die Höhle runter. iPhone FTW. Scheiß-Phone? Warum iPhone? Ja. Scheiß-Phone? Also ich meine, ich erlaube mir jetzt dazu kein Urteil und so, aber ich finde persönlich, ich habe die Dinger ja mal verkauft früher und so. Einige wissen es ja, dass ich mal Einzelhändler war und so. Die bringen nix. Das ist einfach nur eine große Verarsche. Hilfe! Was Hilfe? Böse Monster, die mich hier anknurren. Ja, dann mach sie platt. Und das. Ja, genau. Geh weg hier! Stirb! Informiert ihr euch auch über neue Snapshots? Ja, natürlich informieren wir uns über neue Snapshots, aber. Chabaruki! Ich persönlich spiele Größen. Vor allem musst du aufpassen, wenn du jetzt stirbst, musst du dich herteleportieren. Wir sind gute, keine Ahnung, 2000 Blöcke vom Spawn. Nein, ich habe gerade Chabawuki gekillt. Ja, ich sag's dir nur. Wir erkundigen uns natürlich über neue Snapshots, aber das Problem ist, ich möchte Mods ungern in Snapshots spielen. Das ist immer problematisch. Also, ich bin also meistens sogar mit der Version so ein, zwei Versionen hinterher, weil einfach die Mods, die ich haben möchte, nicht da sind, wo man aktuell versionstechnisch ist. Mal gucken, ob sich das dabei 1.8 ändert, aber ich hoffe, ich denke ehrlich gesagt nicht. Kann ich hier verhungern? Ja, du kannst verhungern. Bleib ich nicht allerdings irgendwo stehen? Doch, du bleibst bei einem Herzen, müsstest du stehen bleiben. Moment, bleib ich bei 5 stehen.
Oh, dann habe ich die Servereinstellung falsch gemacht. Dann müssen wir den Server nochmal rebooten, weil dann ist der Server nur auf Easy. Ich brauche jetzt erstmal hier Essen. Wir lassen es jetzt für den Stream auf Easy. Wisst ihr Bescheid, ja? Ich spiele fast kein Vanilla Minecraft. Das einzige, wo ich eine Ausnahme gemacht habe, ist UHC aktuell gewesen. Und ich bin auch kein großer Fan von Vanilla Minecraft, weil mir fehlen da einfach die Möglichkeiten. Das hat man alles so schnell durch. Naja, was heißt durch? Man kann schon relativ viel bauen, ne? Ja, aber... Aber halt nur mit den gleichen Items, wenn man es mal so sieht. Was mich daran persönlich eigentlich am meisten stört, ist, dass man ständig wieder unterwegs ist, irgendwas zu sammeln. Und bei den gemoddeten Versionen hat man irgendwann so einen Grundstamm an Sachen, die sich auch automatisch refreshen und wo man dann halt nicht wieder, wie Gronkh halt 6 Stunden in irgendeine Mine gehen muss, um 2 Diamanten zu finden. Oh ja, wieso? Das ist doch nett. Oh Gott, jetzt. Du wirst nicht glauben, was jetzt gerade passiert ist. Du stirbst. Nein, jetzt hab ich das Knacken auf dem Ohr. Und ich nicht mehr. Und zwar ganz übel. Ihr werdet das wahrscheinlich nicht hören, weil ich glaube, das liegt direkt hier am Mischpult Ausgang und nicht am Eingang. Ich aber kann mal sagen, ob ihr Knacken. Oh, hört. Ich hab das Knacken übergegeben, weggegeben. Viel Spaß damit. Das ist wie ein Virus. Jetzt hat sich Sebi den Knackvirus eingefangen. Oh, wie ätzend. Na, jetzt kannst du mich verstehen, oder? Ja, ich verstehe dich schon die ganze Zeit. Apropos. Ich weiß ja, ich kenne die Problematik ja. Der Punkt ist nur, ich weiß, wie ich es jetzt bei mir behebe. Nur das heißt automatisch, dass ich den Stream schon wieder ausmachen müsste. Und das würde mich ziemlich nerven, um ehrlich zu sein. Aber glaub mal, das geht einfach wieder weg. Ich habe keine Ahnung, vielleicht liegt es ja im Moment auch an OBS oder... Kann durchaus sein, aber ich habe OBS eigentlich nicht geupdatet. Nein, ich glaube auch nicht, dass ihr was hört. Also das werdet ihr wahrscheinlich nicht mitkriegen. Das wird nur mich nerven gerade. Ja, na, dann müssen wir durch. Ja, ich starte gleich den Stream noch neu. Ich werde es machen dann, wenn ich mal eine kurze Pipi-Pause einlegen möchte, werde ich einfach den Stream neu starten. Die Frage ist, wo bist du? Wieso habe ich eigentlich ein Latest Death? Keine Ahnung, bist du gestorben? Oder ist es noch dein Latest Death aus der WG? Möglich. Das ist echt möglich. Was mich gerade wirklich, wirklich wundert, ist, dass hier keine Monster spawnen. So gar nicht. Aktuell in Minen. Sag mal, also, was anderes? Können das vielleicht die Lampen sein, die wir da hingebaut haben? Was? Die das Knacken verursachen, weil jedes Mal, wenn ich von unserem Dings weggehe, ist alles in Ordnung. Nein, das sind definitiv nicht die Lampen. Da möchte ich nicht hin. Das ist es auf jeden Fall. Ich habe jetzt extra schon mein T-Notifier und alles ausgemacht, weil ich glaube, der hätte mich heute ein bisschen genervt. Mit TNT-Notifier? Ich habe ehrlich gesagt, das finde ich auch gerade ganz witzig, auch ein paar Follows dazu bekommen. Nee, weil gerade vorhin kamen, glaube ich, 5 nacheinander. Wieso habe ich denn das eigentlich nicht mitgenommen? Und wenn dann hier 5 nacheinander meine Hupe kommt. Ah, du stehst da auf Hupen. Ja, genau. Aber nicht auf Cyberhupen. Ah, okay. So, Essen. Ah, mein Knacken ist weg. Ja, das ist ganz komisch, ne? Oh, mein armes Ohr. Ich kann dir aber sagen, woran es bei mir liegt. Und zwar ist das ein Problem mit der Verarbeitung der Daten auf USB. Hör ich jetzt überhaupt hier noch was? Weiß ich nicht. Ja. Also, nee, ich dachte, mein linkes Ohr ist jetzt komplett kaputt, weil bei mir ist es sehr laut, das Knacken. Es war sehr, 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 sehr unangenehm. Ich bin ja mittlerweile schon der Meinung, dass das eventuell der TS ist. Möglich? Willst du, dass man dir folgt? Ach, ich will, dass man mir folgt. Folgt mir! Sebi, ich würde ganz gerne mal was ausprobieren. Ja. Wollen wir mal ganz kurz auf deinen TS gehen?
Wir können gerne den TS switchen, ja. Natürlich. Also, nee, nur mal testweise. Ob das. Weißt du, wir müssen jetzt hier die Möglichkeiten ausschließen, weil ich habe das Knacken auch schon wieder. Ja, dann.